Der Nasdaq 100 aktuell in der Korrektur. Und zwar ganz genau hatten wir hier circa 9,3% schon korrigiert. Wenn man den aktuellen Stand von Freitag nimmt, sind wir hier noch 6,8% vom Allzeithoch entfernt. Soll man jetzt hier in den Markt wieder reinsteigen und einkaufen, ist es gerade eine gute Gelegenheit? Oder soll man besser hier eher auf fallende Kurse setzen und abwarten, dass hier dieser Trend bricht? Dies werde ich jetzt hier direkt in diesem Video analysieren. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist David. Hier auf diesem Kanal geht es um erfolgreiches Trading für Berufstätige. Ich habe mir das Commitment gesetzt, jeden meiner Trades live zu zeigen. Oben links seht ihr meine Monatsergebnisse und auch meine Performance-Kurve zu meinem Trading-Portfolio. Den Link zu meinem Trading-Portfolio gibt es in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch dann noch genauer informieren. So, dann schauen wir direkt jetzt den Markt hier mal an, was er uns hier zeigt. Und zwar Punkt Nummer 1, was man direkt hier sieht, ist, dass wir einen schönen Aufwärtstrend haben. Auch die gleitenden Durchschnitte sind schon seit Ewigkeiten hier auf Tageschart nach oben sich bewegend. Die grüne über der roten, also der 50-Tage-Durchschnitt über dem 200-Tage-Durchschnitt. Also das spricht alles jetzt direkt mal für einen Aufwärtstrend. Und wenn wir einen Aufwärtstrend haben, spricht es direkt mal erstmal weiter für steigende Kurse. Weil es ist ganz oft so an der Börse, das habe ich schon oft gesagt, läuft ein Trend gerne länger als man denkt. Und das ist die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass es auch dieses Mal so sein wird. Wir sehen jetzt nämlich auch, der Markt ist hier jetzt zwischen den zwei EMAs direkt. Das hatten wir schon sehr, sehr oft gesehen, wenn wir hier das jetzt direkt mal uns ansehen. Und zwar hier, 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 hier und hier. Also im Endeffekt fünfmal hier in diesem Trend hier der letzten fast 2 Jahre. Und jetzt sind wir aktuell genau wieder hier dazwischen. Und jedes Mal von hier gab es einen neuen Impuls nach oben. Und jedes Mal hat sich der Trend hier weiter fortgesetzt. Also können wir jetzt hier direkt sagen, okay, es geht hier weiter hoch. Das ist ein sehr wahrscheinliches Szenario, da wir das hier immer wieder in diesem Trend sehen. Klar, irgendwann wird ein Trend enden, aber wie gesagt, wir wissen nie, wann es sein wird. Gleichzeitig haben wir hier noch ein schönes Indiz für ein Impulskorrekturverhalten, das ihr auch schon kennt, wenn ihr länger auf diesem Kanal seid. Wir haben hier den Impuls, hier dann darauf folgend die Korrektur. Hat jetzt auch kurz den Kanal unten rausgenommen. Und das ist eben auch gerne ein Signal, dass ich auch hier trade. Und auch das spricht hier für einen neuen Move hier nach oben auch, dass wir hier neue Hochs sehen, also dass wir hier die 17.000 anlaufen. Das ist hier aktuell das wahrscheinlichste Szenario. Warum ist das so? Weil eben alles, wir haben hier nur in diesem Markt Long-Signale rein charttechnisch. Und deswegen spricht es dafür, warum können wir jetzt hier nicht sagen, wir können jetzt hier auch hier shorten. Klar kann der Markt fallen, der Markt kann immer alles machen, aber wir müssen immer in Wahrscheinlichkeiten rechnen. Und die Wahrscheinlichkeit war halt die letzte Zeit immer sehr schlecht, wenn man hier versucht hat zu verkaufen, denn der Markt hat dann sofort ins Minus gedreht. Wie wir sehen, wenn wir jetzt jedes Mal hier zwischen den Linien gesagt hätten, okay, wir gehen hier wir setzen hier auf fallende Kurse, sieht man ja, ich denke, mit dem klaren Auge, dass es einfach da nur hochging. Und wenn wir jetzt sagen, wir setzen hier auf fallende Kurse, gehen wir gegen sehr, sehr viele Unterstützungen und die Wahrscheinlichkeit ist dafür eben gering zum jetzigen aktuellen Zeitpunkt. Und deswegen ist für mich ganz klar Finger weg von Shorten, also von auf fallende Kurse setzen, sondern nur auf steigende Kurse setzen oder eben nichts tun und an der Seitenlinie bleiben. Auf fallende Kurse kann man eigentlich erst dann setzen, wenn hier ein Trend mal gebrochen ist. Und auch das haben wir hier nicht. Wie sieht man, dass der Trend intakt ist? Und zwar an höheren Hochs und höheren Tiefs. Das zeichne ich euch direkt mal ein. Hier haben wir ein höheres Hoch, höheres Tief und so weiter und so fort. Höheres Hoch, höheres Tief, höheres Hoch, höheres Tief. Und das haben wir schon seit sehr, sehr langer Zeit. Und jetzt müsste man sagen, okay, bevor der Trend hier überhaupt angekratzt ist, müssten wir erstmal hier unten dieses Tief hier brechen. Also ungefähr hier dann halt so auf dieser Höhe ungefähr, das ist jetzt nicht genau eingezeichnet, ungefähr auf dieser Höhe hier die 14.500 bisschen drunter,
müsste mich erbrechen, um hier diesen Trend erstmal anzukratzen. Selbst dann ist es noch kein direkter Trendbruch, sondern erstmal, da ist der Trend erstmal auf neutral geschalten. Wir können dann von dort auch genauso gerne dann wieder auch ein neues Hoch erzielen. Aber wenn das eben hier passiert, ist es das erste Warnzeichen. Und wenn wir eben dann soweit wären und der hier durchfallen würde, dann kommt es darauf an, wie der Markt hier weiterhin reagiert, ob der hier dann eher so langsam dagegen läuft, vielleicht an der 200er Tageslinie abprallt und wieder hier Schwäche zeigt, dann könnte man sagen, okay, jetzt ist doch das Bild sehr eingetrübt und man könnte mal hier auf fallende Kurse setzen. Aber wie wir sehen, ist dieses Szenario überhaupt nicht da, sondern das wäre jetzt erstmal Glaskugel, wenn man sagt, das passiert jetzt hier. Das muss ja nicht passieren. Der Trend kann ganz normal weiterlaufen, so wie es eben auch die letzten Monate immer war. Ja, das soll es direkt hier zu diesem Video gewesen sein. Also ganz klar, für mich alles hier intakt, alles long. Weiterhin, wir werden sehen, was die nächsten Wochen hier passiert. Und von meiner Seite ist Finger weg von fallenden Kursen. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr den Algorithmus hier pusht und dem Video einen Daumen hoch gibt. Ihr könnt den Kanal gerne unten rechts abonnieren, die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr kein neues Video, kein Update und verpasst hier nicht, wie sich hier meine Trading-Performance weiterentwickelt. Ihr werdet hier immer wieder geupdatet. Dann sage ich bis zum nächsten Video.